Hallo, ja, ich möchte jetzt mal ganz kurz meine Railroad vorstellen. Und zwar benutze ich die, um runter in eine meiner Minen zu kommen. Die habe ich mir jetzt mal schnell gebastelt. Ist meine erste Konstruktion überhaupt mit Redstone. Und ich wollte mal von euch wissen, was man dran verbessern könnte. Erstmal, wie es runtergeht. Ich setze meinen Minenkern hin und fahre runter. So, ich halte hier automatisch. Um wieder hochzukommen, gehe ich hier rüber. Hier hoch. Setze meinen Minenkern hier drauf. Und ab geht die schöne Fahrt in der Lore. So. Und automatisch hoch. So, und dann komme ich hier an. Und manchmal komme ich nicht raus. Das ist zum Beispiel eins der Probleme. Ich verstehe nicht warum. Rechte Maustaste drauf, springen, funktioniert alles nicht. Tja, keine Ahnung wieso. Ich drücke mal aufs Knöpfchen und fahre wieder runter. Das passiert allerdings eher selten. So, hier kommt man wenigstens mal vernünftig an. Ja gut, es sei denn, man schlägt alles kaputt. Und schubst den Minenkern wieder hier drauf. Aber irgendwie habe ich auch den Eindruck, das lag gerade ein bisschen aufgrund der Aufnahme. Und dann funktioniert sowieso alles nicht mehr so toll. So, um mal kurz zu erklären, wie es funktioniert. Wenn ich hochfahren will, ich stelle den rauf, wird logischerweise angehalten durch die Schiene, die mit Redstone verbunden ist. Ich habe hier drüben den Schalter. Der aktiviert zum einen die Schiene, so dass man nach unten fährt. Jetzt habe ich hier ein paar Repeater eingebaut, die verzögern ein Signal, das nach einiger Zeit, denn das hier ist ja so ein Booster, den kennt man ja, dreht man sich ein paar Mal im Kreis, diese Weiche umschaltet. Dann fährt man hoch, aktiviert oben ein paar Schienenschalter und wird dann weiter hochgetragen. Wenn man runterkommt, fährt man hier in den Kreis rein, hier rüber. Aktiviert einmal hier oben den Schalter, der hier einen Redstone-Kreislauf auslöst, der bis hier rüber geht. Hier hängt noch ein Repeater dazwischen, noch ein Repeater, geht hier rüber, schaltet die Weiche um und man fährt gegen die Wand. So, die Frage ist jetzt ganz einfach, was kann man daran noch verbessern? Ich gucke jetzt mal, ob ich dieses Mal vernünftig oben ankomme. Und Start. Wie gesagt, ich drehe mich hier ein paar Mal, werde dann losgelassen, komme hier hoch, hier kriege ich einmal Speed und es funktioniert schon wieder nicht. Ist natürlich jetzt auch der Vorführungseffekt. Eigentlich funktioniert es immer. Bis auf diesen Fehler oben, den habe ich schon ein paar Mal festgestellt, dass man da hängen bleibt. Aber ich glaube wirklich, das liegt an der niedrigen Framerate aufgrund der Aufnahme. So, probieren wir das nochmal. Ja, ich werde hochgeschossen. Komme hier an, krieg hier Speed, hier nochmal Speed und lande hier oben. Rechte Maustaste und ich bin draußen. Okay, diesmal hat es funktioniert. Das Ganze nochmal nach unten. Und Start. So, das ist ja das Unproblematischste. Hier kommt man unten in den Kreis rein, dreht sich ganz kurz und wird hier direkt in die Wand geschleudert. Also, wie gesagt, ich wäre für Tipps sehr dankbar. Ich habe schon überlegt, ob man sich nicht diesen ganzen Booster hier sparen kann, indem man einfach hier ein paar Power Rails hochlegt. Bräuchte man natürlich einige für, würde sich allerdings Redstone sparen für diese ganze Konstruktion. Allerdings braucht man entsprechend mehr Gold. Wäre super, wenn ihr mir sagen könntet, wozu ihr mir ratet. Ja dann, ich freue mich auf die Kommentare. Bis dann.